Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben bis zum Montagsspiel gewartet, diesmal auch, weil wir verdammt viel zu tun hatten und Schrägstrich der Olli brutal unterwegs ist, nämlich vom Samstag in Dortmund, zurück nach München und dann nach Ibiza. Also der ist mal kurz im Urlaub, deswegen haben wir uns jetzt verbunden. Olli ist im Hotelzimmer, wir mussten so ein bisschen improvisieren, deswegen erschreckt nicht, da ist es ein bisschen finster, ein bisschen dunkel. Da geht es leider nicht heller und deswegen ist das Bild heute so, wie es ist. Aber wir sind dann trotzdem mit einem neuen Podcast für euch da. Das war uns eben sehr, sehr wichtig. Nach dem 1:1 der Löwen auswärts bei Borussia Dortmund 2 im Signal Iduna Park. Das war ein Erlebnis, Olli, oder? Ja, absolut. Nach so langer Zeit wieder in dieses großartige Stadion zurückzukehren, das hatte wirklich was. Ich habe mich tierisch drüber gefreut. Natürlich hätte ich immer einen Sieg gewünscht. Der lag auch eigentlich in der Luft, aber dann hat man leider nur 7-8 Minuten eben diese 1:0-Führung halten können und dann ist es leider am Ende nur 1:1 ausgegangen. Die Fans waren grundsätzlich ein bisschen enttäuscht, weil das Spiel tatsächlich ein bisschen mau war beim Tabellen 18. Also da haben sie jetzt mit Platz 2 tatsächlich dann sich gedacht, Mensch, da muss doch irgendwie ein Spektakel drin sein. Aber das war es nicht. Warum? Weil Dortmund ist kein Kanonenfutter. Das täuscht ein bisschen der Tabellenplatz aus meiner Sicht, weil die haben hochtalentierte Spieler im Kader. Ja, also letztes Jahr ist Dortmund, glaube ich, 9. geworden und da hat man auch gesehen, diese Qualität, was immer wieder aus diesem Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund kommt, dann werden Spieler dazugekauft. Und das hat man ganz deutlich gesehen, dass da wirklich sehr, sehr gute Talente eben auf dem Platz standen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen irritiert über das große Nörgeln von Fans eben. Man muss jetzt schon mal sehen, wo wir herkommen. Ja, wir waren vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga und Freunde, wir sind Erster. Mir hat das Spiel natürlich auch nicht gefallen, keine Frage, aber es gibt so Phasen und wenn ich mich zurückerinnere zum Beispiel an die Aufstiegshelden von Meppen, also die sind auch nicht durch die Liga spaziert damals. Da gab es auch Spiele, auch vor allem zu Hause, wo man dann verloren hat auch. Ja, und deswegen, Michael Köln hat es ja richtig gesagt, wenn man auswärts einen Punkt holt, dann muss man daheim gewinnen. Und das ist bis jetzt ganz gut geklappt. Der 60 hat seine 5 Heimspiele alle gewonnen. Und jetzt geht es eben am kommenden Samstag eben zu diesem großen Derby, in Anführungszeichen groß, ja, gegen den FC Ingolstadt, der ja heute eben nur 0:0 gegen den FSV Zwickau gespielt hat. Und was mir ehrlich gesagt in dieser Saison Mut macht, ja, die anderen kochen auch noch mit Wasser, selbst der hochgelobte FC Ingolstadt. Und das hat man heute ganz deutlich gesehen, die sind sehr anfällig im Abwehrbereich auch und nicht unbedingt zwingend im Angriff. Und ich sage es nochmal, Ingolstadt wäre froh, wenn sie schon so viele Punkte wie 60 München hätten. Definitiv, bevor wir über Ingolstadt eingehend sprechen, wollen wir natürlich auf dieses Spiel zurückschauen. Wäre 60 jetzt 7. gewesen, wäre man vielleicht ein bisschen kritischer gewesen. Jetzt mit diesem 1:1 in Dortmund, so muss man sagen, hat sich 60 die Tabellenführung zurückgeholt mit diesem Unentschieden. Und 2 Punkte, die man einfach nicht vergessen darf. Es fehlen halt auch wahnsinnig wichtige Spieler bei 60 München und naja, also wenn du schon so viel gepunktet hast, dann kannst du dir eben auch so ein 1:1 mal erlauben. Das soll natürlich nicht die Regel sein. Es kommen jetzt die Wochen der Wahrheit auf 60 München zu, da kommen wir später auch noch dazu, wo wir vielleicht so ein bisschen eine Prognose abgeben können, wo der Weg hingeht. Aber das wird jetzt in den nächsten Wochen ganz, ganz entscheidend für den TSV 1860, dahingehend, wo 60 dann überwintern wird. Jetzt schauen wir nochmal auf das Spiel zurück. Ich habe es gesagt, hoppala, wir machen hier schon alles kaputt. Wir schauen nochmal auf das Spiel zurück. Wir haben es gesagt, es war ein chancenarmes Spiel. Es gab eigentlich nicht wirklich zwingende Tormöglichkeiten. Dementsprechend steigen wir gleich ein mit der Bewertung. Also ich möchte euch da jetzt nicht langweilen, um da jetzt nochmal wirklich über dieses Spiel zu sprechen an sich, weil es tatsächlich nicht so viel gab, wo wir darüber reden können. Marco Hiller im Kasten bei 60 München. Ja, also beim Gegenteil, glaube ich, kann er herzlich wenig tun. Da ist ja viel davor passiert, kommen wir auch noch dazu. Ich habe ihm die 2 gegeben tatsächlich, du gibst ihm die 3. Ja, ich habe ihm die 3 gegeben beim Torwart, natürlich chancenlos, weil so ein Ball musste erstmal so treffen, der hat genau gepasst. Er hat die eine oder andere Situation vereitelt, ja, keine Frage, aber letztlich ist es eine gute 3 und deswegen habe ich mich eben für diese Note entschieden. So,
Mei, die Defensive hatte jetzt nicht alle Hände voll zu tun. Ein paar Mal gab es schon ein paar, ja, nicht so schlechte Angriffe von Borussia Dortmund. Auf der Rechtsverteidigerposition Christoph Lannert, ja, mit einer ordentlichen Vorstellung von uns beiden, die Note 3. War ansteigende Form bei Christopher Lannert und wie gesagt, da muss er weitermachen. Er war viel robuster diesmal, viel konzentrierter auch und vor allem auch, man muss ja wissen, das Tempo von Borussia Dortmund ist ja jetzt nicht ohne und ich finde, er hat es gut gemacht. Dann sind wir in der Innenverteidigung angekommen. Gott sei Dank war er wieder dabei. Ne? Jesper Verlaat, da waren wir uns ja auch nicht hundertprozentig sicher, wurde geschont erst und konnte dann eben jetzt wieder eingreifen. Das war jetzt auch nicht sein Spiel. Note 3 von uns beiden. Ja, Note 3 für ihn. Allerdings, ich habe eine Situation natürlich noch im Kopf, die Situation, wo er sich mehr oder weniger verladen hat lassen vom Angreifer. Also da hat er wirklich Glück gehabt, weil der Angreifer hat den Ball knapp am linken Pfosten vorbeigezielt. Da hat man richtig Glück. Da war er nicht gut ausgesehen, aber trotzdem ist es wichtig, dass so ein Profilspieler auf dem Platz steht. Und das hat man jetzt im Vergleich zu Illertissen auch deutlich gesehen, wie viel Zweikämpfe er trotzdem dann auch gewinnt und auch im Spielaufbau wichtig ist, wie er sich reinhaut. Seine Präsenz ist einfach total wichtig für sich zu machen. Deswegen die beiden. So, dann gab es die Hiobsbotschaft, also erstmal die frohe Kunde logischerweise, weil Leandro Morgalla seinen Vertrag verlängert hat. Das war ja mein Wunsch für diese Länderspielpause, der wurde erhört, also der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Leandro Morgalla hat nur sich auf der Länderspielreise eine Verletzung bei der Nationalmannschaft zugezogen, deswegen konnte er eben nicht mit dabei sein und für ihn kam Niki Lang ins Team und der hat das echt ordentlich gemacht in der Innenverteidigung. Also da kann man sich tatsächlich darauf verlassen, auf Niki Lang. Freut mich auch ganz persönlich für ihn. Da haben wir ja auch so ein bisschen gekämpft letztes Jahr, Olli, dass er seinen Vertrag verlängert. Sah erstmal überhaupt nicht danach aus, dass er seinen Vertrag verlängert. Dann haben es die Löwen irgendwie geschafft, dass er dann bleibt. Und ja, Gott sei Dank hat er seine Chance dann eben auch genutzt. Ich weiß nicht, ob er sie gegen einen fitten Leandro Magalla nutzen kann. Da glaube ich, sind Verlat und Magalla momentan einfach gesetzt in der Innenverteidigung. Nichtsdestotrotz kannst du dich auf den Jungen verlassen. Und deswegen, auch weil er das sehr unaufgeregt gemacht hat, finde ich, gebe ich ihm diesmal einfach mit so einem kleinen Bonus die Note 2 und du die 3. Das ist ja Wahnsinn. Nee. Also er hat einen Wackler drin gehabt am Anfang, aber das ist eben dem geschuldet, dass er lange nicht gespielt hat. Er hat es sehr ordentlich gemacht, finde ich. Er hätte sogar eben das Siegtor schießen können, kurz vor Schluss. Ja, ist ein bisschen bitter eigentlich. Aber wie gesagt, also man kann sich auf ihn verlassen. Du hast es schon richtig gesagt, Tobi. Muss ich ganz klar sagen, du weißt, was du von ihm bekommst und das hat er auch geliefert. Und deswegen hat er auch wieder mal einen Einsatz verdient. Wovon allerdings, ich gehe davon aus, dass natürlich Leandro Magalha gegen Ingolstadt wieder von Beginn an spielen wird. Und deswegen wird er wahrscheinlich nur auf der Bank Platz nehmen müssen. Ja, wo wir beide unsere Probleme haben und das haben wir ja auch schon deutlich gesagt, für uns ist Fabian Greilinger kein Linksverteidiger. Für mich ist das ein Offensivspieler, den du einfach dann reinbringen kannst, wenn du Geschwindigkeit brauchst auf der linken Seite. Aber für mich ist er auch aufgrund seiner Körperlichkeit kein Linksverteidiger. Er ist nicht robust genug für die Verteidigerposition und so leid es mir tut, es ist immer wieder ein Fehler dabei. Also in Elversberg der mindestens eine Fehler, der zu einem Gegentor geführt hat. Jetzt wieder hat er sich narren lassen vom Dortmunder. Er kommt dann nicht in den Zweikampf und da macht er natürlich ein traumhaftes Tor. Da brauchen wir nicht drüber streiten. War ein toller Treffer für Borussia Dortmund durch Pasalic in der 68. Minute. Aber er kommt halt auch überhaupt nicht in den Zweikampf. Er muss das besser verteidigen. Und da glaube ich, ja, und hoffe sehr, dass Philipp Steinert gegen Ingolstadt wieder spielen kann. Und da glaube ich, ist Philipp Steinert einfach wesentlich stabiler auf der Linksverteidigerposition. Vielleicht ist das so ein Ansatz, Olli, auch für die Winterpause, um zu sagen, ja, wir wissen nicht, wie das mit Philipp Steinhardt weitergeht. Wenn er fit ist, ist er natürlich unverzichtbar, aber er ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Philipp Steinhardt. Vielleicht wäre das so eine Position, wo man sich dann auch irgendwo auf Sicht verstärken kann, auf der Linksverteidigerposition, wo es eine Alternative gibt, weil de facto gibt es momentan keine Alternative auf der Linksverteidigerposition für Philipp Steinhardt. Fabian Greilinger kann diese Position nicht ausfüllen, Note 5 von uns beiden.
Ja, also ich hoffe natürlich wirklich, dass Philipp Steinert gegen Ingolstadt wieder zurückkehrt. Allerdings muss man auch mit einbeziehen, dass er halt wochenlang nicht gespielt hat. Aber wenn er nicht spielen kann, dann muss sich der Trainer was anderes einfallen lassen. Ich denke da zum Beispiel dran, dass das vielleicht Christopher Lammert auf links rüberzieht und dann eben Rechtsverteidiger Marius Wiltsch gibt oder dann Jannik Deichmann wieder, weil man muss schon sattelfest stehen gegen Ingolstadt und da kommt wirklich richtig Tempo auf 60 zu, ja, über die Außenbahnen auch. Und da muss sich der Trainer was anderes einfallen lassen, also Michael Köllner, ja, weil ich glaube einfach, dass dieses Experiment mit Fabian Greilinger gescheitert ist als Linksverteidiger, ja. Er hat sicherlich auch schon gute Spiele gemacht, erinnere nur an das Spiel damals gegen Saarbrücken, ja, wo er bis zur 91. Minute wirklich einen bombastischen Auftritt hatte, allerdings dann eben bei dem Gegentor mit Schuld war. Aber ich sehe seine Stärken einfach in der Offensive und für mich ist es eigentlich nur ein Joker bei 60 München. So ehrlich muss man sein da muss er einfach ganz anders attackieren, gegen den Ball, bei dieser Situation dann vor dem 1:1. Und er kann sich dann nicht auf den Torwart verlassen, dass der den Ball rauspflückt. Sein Gegenspieler hat natürlich den Ball wunderbar getroffen. Ja, das macht er wahrscheinlich kein zweites Mal so. Aber wie gesagt, es war wieder sein Fehler, weil er nicht richtig attackiert hat. Und deswegen reicht es nur zur Note 5. Ja, so ist das. Wir haben es schon einige Male thematisiert und das ist auch so ein bisschen die alte Platte. Tim Rieder natürlich nicht im Rhythmus gewesen. Mal ist er richtig gut, mal ja, kann er die Chefrolle nicht wirklich so ausfüllen, sage ich jetzt einfach mal. Das war in Dortmund der Fall. Note 4 für Tim Rieder. Ja, das Spiel ist an ihm vorbeigelaufen. Ja, also das Mittelfeld war überhaupt nicht so da, wie ich mir das gewünscht hätte. Es lag natürlich auch in den diversen Umstellungen, aber von Tim Rieder erwarte ich einfach viel mehr und er wahrscheinlich auch von sich selbst. Ja, weil mit so einem Auftritt kann er nicht zufrieden sein. Und ich habe da mal bei WeScout nachgeschaut. Also wir hatten einen Ballbesitz insgesamt von 39%. Ja, so wenig wie noch nie übrigens in dieser Saison. Und ja, da muss ich auch dann Tim Rieder hinterfragen. So, jetzt sind wir bei einer Position, wo wir dann auch so ein bisschen den Trainer in die Pflicht nehmen müssen. So ein bisschen Kritik ist, glaube ich, hoffentlich erlaubt. Olli, da sind wir uns auch sehr einig. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Klar, der Kapitän ist wieder reingekommen, Stefan Lex. Und dann hat das eben Michael Köllner dazu bewogen, die Taktik so zu wählen, dass ein Frenesi in der Zentrale spielt, der ist kein zentraler Spieler, der muss über die Außen kommen und das hat 60 so ein bisschen gelähmt in diesem Spiel bei Borussia Dortmund. Ich komme erstmal zu Stefan Lex. Ja, wir haben ihm beide die Note 3 gegeben. Ja, wie gesagt, also erstmal, wie er den Elfmeter herausgeholt hat, das war wirklich großartig. Ja. Ich kann mich an Situationen in der vergangenen Saison erinnern, wo er dann einfach gar nicht in den Zweikampf reingeht, beziehungsweise gefoult wird und trotzdem stehen bleibt. Ja. Das habe ich kritisiert. Jetzt hat er es wirklich super schlau gemacht und deswegen hat er auch die Note 3 verdient, auch wenn sein restlicher Auftritt nicht das war, was man sich von ihm erwartet. Und nochmal ein Wort zu Stefan Lex. Ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube damals auch in Dortmund, also gegen Dortmund, das erste Spiel nach Sascha Mölders, hat er, glaube ich, sogar auf der 10 gespielt. Das kann Stefan Lex auch. Deswegen, ich würde einfach sagen, Spieler wie Boyamba und Frenesi, die müssen einfach die Außenbahn bespielen. Die müssen die Außenbahn beackern. Die haben zwar auch fußballische Intelligenz, aber ich glaube, für diese Situation eben in der Schaltzentrale sozusagen auf der Spielmacherposition, da brauchst du einen anderen Spielertyp. Aus meiner Sicht, ja, weil Frenesi und Boyamba, die musst du schicken, 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 ja. Und die können auch einen aussteigen lassen, die sind torgefährlich und wie gesagt, ich will den Trainer da jetzt nicht zu groß kritisieren, aber er will natürlich alle drei spielen lassen, ist auch klar. Ja. Aber vielleicht sollte er es mal versuchen, dass er einen Lex wieder in die Mitte zieht, wie auch in der vergangenen Saison ab und zu. Also diese Position hat er schon öfters ausgefüllt. Ja, also da muss er sich irgendwas einfallen lassen, weil es fällt doch schon auf, dass wir auswärts nicht so in die Gänge kommen wie daheim. Natürlich, auswärts ist immer. Warum denn nicht mit einer Doppelspitze? Das wäre ja auch möglich. Ja, aber da haben wir aus der Vergangenheit eben, wird sich der Trainer gedacht haben, das hat auch nicht so funktioniert. Aber der Löwe muss flexibler werden, ja. Und das hat man natürlich, müssen wir auch mit einbeziehen. Wir hatten 6 Ausfälle zu verzeichnen, ja, also das musst du erstmal verkraften und waren hochkarätige Namen eben dabei, Marcel Beer, Philipp Steinert, Leandro Mogalla, Quirin Moll, Daniel Wein, also
Da haben etliche Spieler gefehlt und das muss man eben in seine Rechnung mit einbeziehen. Und deswegen bin ich auch gar nicht so kritisch, ja, weil das muss man, wenn man selber mal Fußball gespielt hat, weiß man, ja, was das bedeutet, wenn wirklich wichtige Kräfte fehlen, dann hast du einfach nicht mehr die Qualität, bringst du dann einfach nicht mehr auf den Rasen. So, dann kommen wir zu Jannik Deichmann, wo ich mittlerweile fast sage, er ist eigentlich besser, wenn er eben auch über die Außen kommt, wenn er auf der Außenverteidigerposition spielt. So war es. Ich schwanke ein bisschen zwischen 3 und 4. Ich gebe ihm noch die 3. Du hast ihm die 4 gegeben. Erklär warum. Ja, weil, wie gesagt, er war nicht präsent genug aus meiner Sicht. Ja, mir gefällt er, und ich habe das ja schon mehrmals hier auch gesagt an dieser Stelle, mir gefällt er rechts hinten einfach besser. Wenn man da ein Problem hat, dann sollte man eben einfach sich an die alten Stärken zurückerinnern. Jannik Deichmann ist für mich, obwohl es nicht seine Position war, war er letztes Jahr einer der besten Spieler, eben bei 60 als Rechtsverteidiger. Und allerdings, er hat mich da mehr oder weniger entkräftet, weil er hat ja zum Beispiel bei Dynamo Dresden bei diesem 4:3-Sieg bis zu seiner Verletzung war er mit der beste Spieler auf dem Platz, auf einer anderen Position, also im Mittelfeld, ja. Aber ich finde trotzdem, mir gefällt er rechts hinten am besten und am wichtigsten ist er da für 60 aufgehoben, also aus meiner Sicht zumindest. Aber es hat nur zu 4 in Dortmund gereicht. Albi Frenesi, der Torschütze vom Punkt in der 62. Minute, hat den Elfmeter geschossen, weil nämlich Boyamba schon ausgewechselt war 2 Minuten vorher. Deswegen also Frenesi der nächste Elfmeterschütze. Da müssen sich die Löwenfans vielleicht auch erstmal dran gewöhnen, aber das hat er gut gemacht. Nochmal, man beraubt ihm so ein bisschen seiner Stärken, wenn er nicht außen spielt. Ich glaube, dass Michael Kölner das demnächst anders machen wird. Anders lösen wird. Frenesi bekommt von uns beiden die Note 3. Ja, also was ich kritisch gesehen habe bei ihm, er hat viel zu lange gewartet in der ersten Halbzeit, wo ihm der Gegner einen Ball in den Lauf reinspielt, da muss er sofort abschließen, ja. Da hat er viel zu lange gezögert, aber der Elfmeter war wunderbar verwandelt, ja. Das musst du auch erstmal machen, ja. Es ist nicht so einfach, wie man es glaubt, weil dass du diesen Ball eben verwandelst. Und ja, also es war noch gerade ein 3 für ihn, weil er auch eben mehr oder weniger damit auch einen wichtigen Punkt gesichert hat. Ja. So, Joseph Boyamba an alter Wirkungsstätte hat er auch schon mal in der zweiten von Borussia Dortmund gespielt. Wahrscheinlich wollte er selber da zu viel an diesem Tag. Das ist so die Erklärung. Er war jetzt, glaube ich, mit einer der schwächsten Löwen an diesem Nachmittag. Ich gebe ihm gerade noch so die Note 4. Das reicht bei dir aber nicht mehr. Erklär warum. Nein, ihm ist überhaupt nichts aufgegangen. Wahrscheinlich lag es daran, dass seine ganze Familie im Stadion war. Er war früher übrigens auch Kapitän vom BVB 2. Ja. Er hat sich zu viel wahrscheinlich vorgenommen. Ja. Und er war natürlich sichtlich sauer, wie er dann ausgewechselt wurde, aus seiner Sicht verständlich. Ja. Aber da hat der Trainer dann richtig entschieden, dass er ihn dann vom Platz genommen hat. Note 5 leider nur für ihn. Dann sind wir angekommen. Ich hoffe, man hat mich übrigens gut verstanden. Ich habe gerade gesehen, das Mikro war ein bisschen weit weg. Mal schauen, ob das dann funktioniert. Dann sind wir angekommen bei Finn Lakenmacher. Ja, zuletzt gefeiert, ne? Nachdem er das richtig gut gemacht hat im Heimspiel. Ja, aber in Dortmund ist ihm nicht so viel geglückt. Das ist die Note 4 von uns beiden. Ja, zu mehr hat es leider nicht gereicht. Es tendiert zwar fast schon zu 5, ja, muss ich auch sagen, weil er konnte sich überhaupt nicht durchsetzen. Und das sieht man einfach auch, wenn du robuste Spieler gegenüber hast, die auch schnell sind, dann hat er so seine Probleme, diese Spiele auch auszuspielen. Und ja, er muss an sich arbeiten. Es ist natürlich kein Marcel Bär, der diesen Torinstinkt hat. Ja, ich will ihm da jetzt nichts wegnehmen. Er ist ein Talent. Das habe ich immer gesagt. Er ist ein Rohdiamant, der irgendwann seinen Weg in die erste Liga finden wird. Aber er hat momentan keinen, wovon er lernen kann, aus meiner Sicht. Und das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Deswegen hätte ich mir schon einen Spieler gewünscht, einen Bärsatz. Ich hoffe, das geht gut, ja, diese Rechnung von 60 Münken. Aber ich habe da meine Zweifel. Ich wünsche mir natürlich, dass man jetzt eben diese Zeit dann kompensieren kann, bis Marcel Bär wieder zurück ist. So, dann sind wir bei den Jokern angekommen. Der erste, der hineingekommen ist in der 60. Minute, war eben für Bojamba Meriskenderovic. Auch da ist nicht wirklich
Ja, das war auch nicht der beste Auftritt von Meriç Skenderovic. Ein dünner Nachmittag war das, Note 5. Ja, es war ein Phantomauftritt, den hat man eigentlich nicht gesehen. Und deswegen reicht es nur zur Note 5. Da kommt er mal rein, bekommt relativ viel Spielzeit und dann kann er sich überhaupt nicht zeigen. Ja, und das muss man dann schon kritisch hinterfragen auch. Und deswegen nur die 5. Also da muss er sich strecken. Jawohl, dann 71. Minute für Lex Kamtallich. Ja, auch er jetzt nicht wirklich überzeugend. Er hat den Stammplatz los. Ich habe noch nicht wirklich mitbekommen, warum das passiert ist, warum er den Stammplatz verloren hat. Aber als Joker kann er sich da jetzt gerade nicht anbieten nach dieser Leistung. Note 4. Ja, ich muss sagen, er hat eine super Vorbereitung gespielt. Das war ein bisschen farblos, auch jetzt, wie er reingekommen ist. Also er hat wenig Akzente setzen können. Da war schon deutlich mehr Power drin jetzt im Sommer. Ich sehe ihn allerdings auch, muss ich sagen, nicht auf der Außenbahn, sondern im zentralen Mittelfeld auf der Achterposition, weil er hat ja diese Schussstärke, ja, die man braucht, auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Er hat ja links wie rechts einen guten Schuss und vielleicht sollte sich einfach mal Michael Köln auch zurückerinnern, wo Erik Talik seine Qualitäten hat. Und eines wissen wir, er ist erwachsener geworden und muss auch dann mal, aber wieder mal zeigen, dann eben im Trikot des TSV 1860 München. Ja, manchmal entwickelt man sich auf gewissen Positionen eben auch zurück. Also es geht vielmehr an den Trainer. Also manchmal entwickelt man sich nicht vorwärts, sondern auch ein bisschen zurück. Und dann sollte man sich auch wieder so ein bisschen ja, zurückerinnern, was gut funktioniert hat und was jetzt weniger gut funktioniert. Das nur so nebenbei. Dann gab es einen Doppelwechsel noch in der 82. Minute. Wörl kam für Deichmann und auch noch Kobylanski für Lakenmacher. Oh, ja, ein bisschen kurzer Zeitraum, um dann noch eine Bewertung abzugeben. Ich glaube, das können wir uns jetzt einfach mal schenken. Was großartig war, war der Support von den Löwen. 4.056 Zuschauer waren im Signal Iduna Park, etwa 3.200 aus München. Ja, das war richtig gut. Das war richtig gut. Ich habe auch schon mal einen Sieg in diesem Stadion erlebt, als 60 noch gegen die Erstvertretung von Borussia Dortmund gespielt hat. Das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Leider. Ja, aber insgesamt kann sich das eben sehen lassen, auch weil die Konkurrenz so ein bisschen mitgespielt hat für den TSV 1860. Am Freitag gewinnt Aue 3:0 gegen Meppen. Am Samstag Osnabrück 5:0 gegen Waldhof Mannheim. Das ist für mich die größte Ansage an diesem Spieltag. Das Team von Tobi Schweinsteiger wird kommen. Da sind wir uns beide einig. Die werden noch richtig weit vorne landen, Osnabrück. Duisburg gewinnt 1:0 gegen Halle. Elversberg unterliegt gegen Verl. Hätte ich auch so nicht für möglich gehalten. 1:2. Dortmund gegen 60, 1:1, Saarbrücken gegen Freiburg 2, 2:2, Bayreuth gegen Dynamo Dresden, auch das habe ich so nicht getippt. 1:1 am Sonntag unterliegt Viktoria Köln gegen Oldenburg 1:2. Wien Wiesbaden, auch die kommen jetzt, siegen gegen RWE mit 3:1. Und Ingolstadt und Zwickau trennen sich torlos 0:0. Das ist der kommende Gegner für den TSV 1860 München. Als Merlin Röhl noch gespielt hat für den FC Ingolstadt, sahen sie noch ein bisschen besser aus. Ich habe dennoch, auch wenn das heute wirklich kein beängstigender Auftritt war, für 60 München gegen Zwickau, wie Ingolstadt da gespielt hat, das war wirklich nicht beängstigend. Aber ich habe trotzdem einen Heidenrespekt vor den Schanzern. Ich weiß nicht warum. Momentan spricht er auch wenig dafür, aber ich habe da echt irgendwie ein bisschen Bammel. Vielleicht hängt das auch noch mit diesem schlimmen Spiel in Ingolstadt zusammen, als 60 München die Relegation verspielt hat. Ich weiß nicht, ob das da noch so ein bisschen mitschwingt, aber ich habe da schon ein bisschen Bammel. Wie geht's dir, Olli? Na, was heißt Bammel? Also meine Erkenntnis ist die, dass es eigentlich in dieser Liga keinen Überflieger gibt. Ja? Also das muss man schon mal sagen. Auch 60 München ist kein Überflieger. Trotzdem muss man einfach feststellen, dass 60 einen Punkteschnitt von 2,3 pro Spiel hat im Durchschnitt. Ja? Also das ist ein Aufstiegskurs bzw. eine Aufstiegsbilanz. Ja?
Aber jetzt kommen natürlich die harten Spiele, wie gegen Ingolstadt, wie gegen Osnabrück oder in Osnabrück und dann daheim gegen Wien Wiesbaden. Also das ist schon ein richtiger Gradmesser, jetzt so sehe ich die nächsten 3 Wochen, muss man ganz klar sagen. Und da ist jeder Punkt wichtig. Aber dass man Ingolstadt schlagen kann, haben wir in der vergangenen Saison bewiesen. Wir haben da 1-0 gewonnen gegen FCI daheim, mal eine lange Negativserie beendet auch. Und deswegen, also wie gesagt, für mich ist jetzt Ingolstadt ist nicht mehr die Mannschaft der vergangenen Tage. Die haben gewaltig Potenzial auch verloren, auch verletzte Spieler wie Schröck zum Beispiel. Und du hast es angesprochen, der Röll eben, der zum SC Freiburg gewechselt ist, für holpudierte 3 Millionen Euro. Ja, und das siehst du auch eben auch bei 60, wenn dann so Spieler draußen sind wie Leandro Morgalla, der ist zwar erst 18 Jahre alt, aber es ist ein Fixpunkt bei 60 München. Und diese Qualität fehlt dir dann einfach, das ist ein Mosaiksteinchen. Und man muss ja auch sagen, wir sind Erster mit 23 Punkten und das haben wir bis auf ein Spiel jetzt ohne Marcel Bär geschafft. Ja, also klar kann man nicht erwarten, dass Marcel Bär, wenn er dann wieder aufläuft für 60, dass er sofort wieder in der alten Form ist, aber deswegen sehe ich auch noch, dass 60 noch brutal viel Luft nach oben hat. Ja, das muss man auch mit einbeziehen in diese Kritik. Ja, und deswegen bin ich jetzt nicht so negativ wie der ein oder andere Fan. Natürlich will man ein gutes Fußballspiel sehen und mich hat das auch gelangweilt am Samstag, echt, weil da war eigentlich wenig fußballische Qualität da. Ich bin auch ein bisschen mein Trainer. So ein Spiel stresst schon, ja, wenn man gegen Borussia Dortmund spielt, gegen lauter junge Talente, die man eines Tages mal vielleicht in der Bundesliga sehen wird. Also es ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Deswegen muss man auch mal mit so einem Punkt zufrieden sein. Ich habe mich natürlich auch über 3 Punkte gefreut, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, es war ein gewonnener Punkt. Man ist jetzt Erster wieder durch den Ausrutscher von Elversberg und ich habe schon mal gesagt bei dir auch, Elversberg ist für mich nicht die Mannschaft, die jetzt da durchmarschiert. Weil ich habe auch Freunde, die mir dann immer wieder schreiben und sagen, ja, Elversberg steigt hundertprozentig auf. Nein, die werden zwar nicht so tief fallen wie Viktoria Berlin, aber trotzdem sehe ich die nicht unter die ersten 4, 5. Ist übrigens ganz interessant. Schauen wir nochmal zurück. Nach dem Toto-Pokal hatten wir keinen Bock, deswegen sind wir da nicht rausgegangen mit einer neuen Ausgabe. Also da war ich etwas verkatert, nach dem Aus in Illertissen, Ingolstadt, 1-1 in Eichstätt und dann erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Also das ist so schon auch ein bisschen vergleichbar, wie ich finde. Weil du die Tabelle angesprochen hast. Wir kommen gleich noch zur Tabelle. Also 60 München, Erster, 23 Punkte. Letztes Jahr nach dem 10. Spieltag Magdeburg, Erster, 19 Punkte. Die hatten 4 Punkte weniger, sind danach hochgegangen. 4 Punkte zum vergleichbaren Zeitpunkt und das ist auch ganz interessant, Olli. Elversberg jetzt Zweiter mit, sag's mir, ich muss es nochmal nachschauen, Elversberg mit 22 Punkten. Letztes Jahr zum vergleichbaren Zeitpunkt Zweiter Viktoria Berlin. Es ist unglaublich mit 17 Punkten. Die sind dann tatsächlich abgestürzt. Da ging dann nicht mehr viel zusammen. Jetzt kommen wir mal zur aktuellen Tabelle. 60 München, Tabellenführer, 23 Punkte, Elversberg 22 Punkte. Dann kommt Wiesbaden, 18 Punkte, also 5 Rückstand auf 60 München. Ebenso Freiburg 2, 5 Punkte Rückstand. Fünfter ist Saarbrücken mit 17 Punkten. Sechster Dresden, 17 Punkte. Ingolstadt auf Platz 7 mit 16 Punkten. Also die sind jetzt 6 Punkte weg vom TSV 1860. Mannheim hat 16 Punkte auf Platz 8, dann 1 Punkt weniger Oldenburg, die haben einen mächtigen Satz gemacht, jetzt auf der 9 mit 15 Punkten, Duisburg 10. 14 Punkte, dann Osnabrück 13 Punkte auf der 11, aber da sind wir uns wirklich beide einig, die werden kommen. Das ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Gegner, der noch wartet für 60 München. Viktoria Köln 12. mit 13 Punkten, dann 2 Punkte weniger Meppen auf der 13, Verl auf der 14 und Zwickau auf der 15. Die sind alle 3 punktgleich. 2 Punkte minus, also 9 Zähler auf der 16, Rot-Weiß Essen. 8 Punkte auf der 17, Hallescher FC. Punktgleich BVB 2 auf der 18. 19. Erzgebirge Aue. Mit 6 Punkten, punktgleich Bayreuth, letzter auf Platz 20. So, das also die Tabelle. Und jetzt müssen wir eben mal schauen. Ich finde schon, dass man das so sagen kann, Wochen der Wahrheit, Olli, oder trifft es das nicht ganz? Jetzt kommt Ingolstadt.
ich habe da einen Heidenrespekt. Ich sage es nochmal, auch wenn da die aktuelle Form nicht so dafür spricht, dass ich dann Respekt haben müsste. Dann kommt auswärts Osnabrück, brutal schwer. Dann kommt zu Hause Wiesbaden. Dann auswärts Bayreuth und dann zu Hause Saarbrücken, um dann am 9. November auswärts Freiburg 2. Das ist ein brutales Programm. So, das sind jetzt, was ich da aufgezählt habe, 6 Spiele. Aber was meinst du denn? Also ich sage, wenn du von diesen 6 Spielen 4 gewinnst, bist du immer noch Erster. Was meinst du? Ja, davon gehe ich auch aus. Aber ich sage mal so, Tobi, Ingolstadt ist jetzt keine Laufkundschaft. Ich würde mal auch mal mit einem Punkt zufrieden gehen. Natürlich will ich, dass 60 gewinnt, aber man soll jetzt, wenn es nur zum Unentschieden jetzt reicht am Samstag, dann darf man nicht alles in Frage stellen. Ja, weil Ingolstadt kommt aus der zweiten Liga, die haben immer noch Qualität, zwar nicht mehr die, was sie oder vor 2 Jahren auch hatten, wo sie aufgestiegen sind. Da waren ja wirklich gute Spieler dabei, die wirklich auch Qualität haben. Ich sehe den Kader nicht mehr so stark wie vor 2 Jahren beim FCI. Aber man muss dann auch mal, wir haben jetzt 5 Heimspiele in Folge gewonnen. Ja, ich hoffe natürlich, dass das Stadion 60 München auch tragen wird jetzt am Samstag. Und ich gehe davon aus, dass Ingolstadt auch mit 1500 Zuschauern kommt. Also es wird wirklich ein tolles Spiel für Drittliga-Verhältnisse. Und wenn sich 60 einfach an seine alten Stärken im Grünwalder Stadion besinnt, ja, dann glaube ich auch, dass wir eben dieses Bändchen Glück auch auf unsere Seite legen und diese Spieler auch gewinnen werden. Und vor allem, da ist der Zuschauer natürlich auch gefragt, es muss richtig laut werden, damit auch der Gegner spürt, dass sie eben in der Höhle des Löwen sozusagen sind und dass die Punkte in München bleiben und dass dann der sechste Heimsieg in Folge dann eben gelandet wird. Absolut, das wäre äußerst wünschenswert. Also sehr, sehr, sehr schwierige Spiele, die auf dem Programm stehen für 60 München. Dazu noch 2 Spiele gegen 2 Aufsteiger, wo man sich auch nicht sicher sein kann, dass das jetzt einfach mal Gmade Wiesn ist und dass 60 da einfach mal locker gewinnt. Da wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig mit Bayreuth und Rot-Weiß Essen. Diese Liga ist völlig verrückt und da ist sehr viel möglich. So, sehr spannend, was da jetzt wartet auf 60 München. Spannung gibt es auch auf politischer Ebene bei 60 München. Nachdem in der Länderspielpause eben das Stadionthema aufgeflackert ist, gab es jetzt auch eine Mitteilung vom Mehrheitsgesellschafter Hamm. Und da sieht es eben so aus, dass der Tenor aus der Pressemitteilung, korrigier mich, wenn ich da zu viel hineininterpretiere, ich habe es so verstanden, dass man da einfach ganz klar drauf aus ist, dieses Angebot von Oberbürgermeister Dieter Reiter anzunehmen, ein adäquates Grundstück zu finden, wo 60 München eine Zukunft haben kann, wo auch Wert gelegt wird, dass eben dann auch junge Fans dann eben gewonnen werden können wieder für den TSV 1860. Ja gut, man muss jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Wir sind jetzt seit 5 Jahren aus der Allianz Arena draußen und mein Gefühl oder mein Eindruck ist, dass sich eigentlich nichts bewegt. Natürlich hat der Stadtverband diesen Ausbau beschlossen, aber das ist ja ein Irrsinn, ja, für diese 3000 Plätze mehr über 80 Millionen Euro auszugeben. Und 60 kann nicht in der ersten Liga spielen, falls sie mal aufsteigen sollten in die Bundesliga. Also würde man sich ja selber beschneiden. Und 60 München darf keinen Mietvertrag fürs Grünwalder Stadion unterschreiben, ja, für diesen Umbau, auf gar keinen Fall, ja, weil alles andere wäre geschäftsschädigend, ja, also wenn man das machen würde, ja, und ich glaube nicht, dass Marc Pfeiffer als Geschäftsführer das machen kann, ja, weil das würde ja in die Geschichte eingehen, ja, wenn man sich überlegt, 60 würde aufsteigen aus der zweiten Liga sportlich, ja, und kann dann nicht aufsteigen, weil man kein Stadion hat, also das darf nicht passieren und deswegen muss man jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen. Und der Oberbürgermeister hat ja auf der Wiesn angeboten, eben diese 3 Optionen. Und 60 muss sich jetzt erstmal selber einig werden. Und dann erwarte ich jetzt dann bald möglichst einen Termin im Rathaus. Ja, weil man muss jetzt endlich die Weichen stellen für die Zukunft. Ja, und ja. Wenn man
was man mit einem eigenen Stadion auch erzielen kann. Ja, die Parkplätze dann, die Vermarktung, das Catering, alles. Also da liegt so viel Geld auf der Straße, man muss nur aufheben. Und die Leute, die dann jetzt mich dann auch kritisieren und sagen, ja, wer soll das bezahlen? Es gibt schon Leute, die das bezahlen können, ja, Investorengruppen und so weiter. Ja, man muss da eine Regelung finden. Und so meine Idee wäre sowieso eine Stadion GmbH, wie seinerzeit auch in der Allianz Arena, dass man das wirklich auch professionell aufzieht. Und dann werden sich bei sportlichen Erfolgen natürlich, ja, in der dritten Liga brauchst du kein neues Stadion. Das ist klar, aber sag ich mal, der Weg von 60 München soll einfach in den Profifußball oder sollte in den Profifußball zurückführen. Und ich bin gespannt, wie auch der Präsident reagieren wird, der bekannterweise ja ein Freund des Grünwalder Stadions ist und der damals auch gesagt hat, 2017, also wenn 60 in der Allianz Arena geblieben wäre, dann hieße der Präsident nicht Robert Reisinger. Jetzt hat er schon gesagt. Genau, er hat jetzt auch gesagt, also da, wo es wirtschaftlich am sinnvollsten ist, da muss 60 München spielen. Und ja. Die Rechnung ist einfach. Die Rechnung ist einfach. Ja, also im Grünwalder Stadion gehört alles jemand anders. Ja, 60 ist dann nur Mieter, hat kein Catering, die Alm ist am Trainingsgelände. Also da blockiert man sich auch selbst. Das ist nicht der Optimalfall. Also ich finde, also zum Sportverein, klar, am Dorf ist das alles gut und so weiter. Aber wenn dann da am Trainingsgelände dann hier Party ist immer, also ich finde es nicht so toll. Das ist alles provisorisch. Und 60 sollte sich endlich mal eben für die Zukunft ausrichten. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben eine schwierige Zeit, keine Frage, ja. Aber ich hoffe, dass das bald wieder irgendwann vorbei ist und man muss einfach jetzt endlich in die Zukunft. Wir haben diese Stadiondiskussion seit 30 Jahren. Ja. Und irgendwann muss doch mal jemand kommen, der sagt, so Freunde, jetzt alle mir nach und wir machen dieses Ding. Ja. Olli, und wir wollen ja auch mit so ein paar Mythen und Legenden aufräumen. Also es wurde ja sehr viel diskutiert, es wurde sehr emotional diskutiert, wie das logischerweise immer ist, wenn es ums Stadion geht bei 60 München. Aber ein neues Stadion, wo es jetzt ganz klar artikuliert Grundstücke gibt, es gibt Grundstücke in München, ich möchte es nochmal unterstreichen, wer das nicht glauben kann, soll sich bitte die Worte von Dieter Reiter im Podcast zuvor nochmal anhören. Da hat er es gesagt. Also nochmal genau hinhören. Es gibt Grundstücke in München. Punkt 1. Und das heißt ja auch, das bedeutet doch auch viel mehr Möglichkeiten für den Verein. Ja, wo man sich ja jetzt immer wieder Grabenkämpfe geliefert hat in den letzten Jahren um das Gelände an der Grünwalder Straße. Das bietet ja auch Chancen für den Verein, für den e.V. Es wurde immer diskutiert, ja, Mensch, wir wollen eine Turnhalle bauen. Aber wo sollen denn die hin? Die kann man nicht auf den Parkplatz stellen, weil da gibt es keine Parkplätze mehr. Wo sollen dann ja die ganzen Autos hin? Es geht nicht, es ist zu wenig Platz da. Es ist zu wenig Platz für die zweite Mannschaft da bei 60 München, für die Jugend. Es kann nicht ausreichend trainiert werden im Nachwuchsleistungszentrum. Es fehlt an Trainingsplätzen und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich auch sagen, hey, wenn wir uns ein neues Grundstück suchen, irgendwo in München und das bekommen vom Oberbürgermeister, dann bauen wir da ein Stadion hin, dann bauen wir da ein Trainingsgelände hin, noch eine Geschäftsstelle mit dazu und dann hat der e.V. volle Entfaltungsmöglichkeiten an der Grünwalder Straße 114. Das ist ja auch nicht verkehrt, oder? Ja, das ist sicherlich eine Idee, die man dann haben kann, aber man darf da nicht so engstirnig sein. Ja? Und das war das Problem bei 60 München in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder, ja? dass man da irgendwas verfolgt. Und das ist ja ein Stadionkult. Es kann ja nicht sein, dass ein Stadion größer ist als der Verein. Ja? Und das muss man jetzt auch mal sagen. Also ich sehe auch die Entwicklung nicht, was viele Leute immer sagen. Ja, du hast 24.000 Mitglieder. Muss man mal schauen, wie sich andere Vereine entwickelt haben seit der WM 2006 zum Beispiel. Bei der Mitgliederzahl. Es ist alles toll, dass 60 24.000 Mitglieder hat, aber wir hatten zur Bundesliga-Zeit, glaube ich, 23.000 irgendwas, also 1.000 Mitglieder mehr. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist trotzdem gut, weil ja die sportliche Entwicklung nicht gut war, weil prinzipiell geht er Mitglied in die Fußballabteilung, ja, zum Großteil, ich schätze mal 85%, 90%, so in dem Dreh rum, denke ich mal. Und das muss man auch ganz klar sehen. Also ich sehe da keine Entwicklung im Bereich. Und du hast so viele Möglichkeiten einfach, ja, vor allem in der Millionenstadt wie München, 1,6 Millionen Einwohner. In München gibt es so viel Geld, muss ich einfach nur mal die Mieten ansehen, ja.
diese Mietexplosion in München, was da Geld eben da ist, ja, und was die Leute auch für eine Miete ausgeben, ja. Und deswegen, ich finde halt einfach, 60 beschränkt sich selbst. Damit sieht man jetzt auch in dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, das seit einer Woche ausverkauft ist oder beziehungsweise seit vergangenen Wochenende. Und ich glaube mal, so ein Spiel hätte bestimmt seine 25.000 angezogen, ja. Und dieses Geld. Aber mal locker. Also ganz, ganz ehrlich. Also da glaube ich, können wir über 30.000 sprechen. Merkst du ja immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wie jetzt in Dortmund oder in Illertissen, wo die Leute zu mir herkommen und dann sagen, ja, wir kriegen leider keine Karten. Und nein, das ist kein Märchen. Das erlebe ich immer wieder. Ja, und das sind auch keine Fake News, sondern das erlebe ich immer wieder. Und es kann nicht sein, dass 60 seine Fans ausgrenzt. Und hört mal auf auch damit, wenn sie sagen, ja, die Bayern bekommen auch nicht alle Fans. Aber wir bekommen nur 15.000 bei 60 München im Stadion. Das ist peinlich. Ja, und es kommt ja noch dazu, also gerade, das ist ja auch in der Pressemitteilung so ein bisschen mit angeklungen, ne? Gerade auch was junge Familien angeht. Jetzt stelle ich mir oftmals die Frage, ich bin ja nicht mal in der Lage zu sagen, 5 Wochen vorher, so, ich kaufe mir jetzt Karten, ich nehme meine 3-jährige Tochter mit, meinen 8-jährigen Sohn, weil was mache ich denn, wenn ich dann irgendwo in der Westkurve stehe und es schüttet 90 Minuten aus Eimer? Das kann ich doch den Kindern nicht antun, das kann ich doch nicht machen. Allein von dieser Perspektive her ist es schon einfach nicht mehr aktuell, dieses Stadion. Unterbrechen, also das impliziert ja auch ein Dach über der Westkurve, dieser Umbau fürs Grünwalder Stadion, der anvisierte, den ich, für mich ist das ja absoluter Nonsens, dass man überhaupt darüber diskutiert hat im Stadtrat. Also ich kann das nicht nachvollziehen, nur weil eben eine Gruppe von Fans dies unbedingt will und der Verein momentan von solchen Funktionären aufgestellt ist, die es auch noch begrüßen. Ja, aber wir reden hier von einer Kapitalgesellschaft, von einem Wirtschaftsunternehmen. Ja, und ein Wirtschaftsunternehmen stellt sich auf, weil sie Geld verdienen oder weil es Geld verdienen muss oder will oder ja, einfach, das ist doch der Sinn einer Kapitalgesellschaft, dass man Geld verdient. Ja? Muss man ganz klipp und klar sagen, mit einem neuen Stadion, klar, müsste man da auch Geld in die Hand nehmen, ist ja völlig logisch, aber da würde man dann auch wesentlich mehr erlösen. Das ist das, was Olli jetzt in relativ langen Sätzen formuliert hat. Das ist klar, man würde mit Namensrechten, mit Parkplätzen etc., PP, Catering, was auch immer, Sponsoring, Einnahmen, VIP-Plätzen viel, viel, viel mehr erlösen, als das jetzt der Fall ist und als das auch in einem ausgebauten Grünwalder Stadion der Fall wäre. Mit einem möchte ich auch nur aufräumen, Olli, weil ich es wirklich komplett affig finde und fast schon, ich finde gar keinen Begriff dafür, kurios, verrückt. Wenn dann Vergleiche angestellt werden mit Grünwalder Stadion und Olympiastadion und das Grünwalder hat ja, wenn es um die Lizenzierung geht, viel mehr Vorteile. Das ist doch ein absoluter Blödsinn, Leute. Ein kompletter Schwachsinn. Es gibt VIP-Plätze im Olympiastadion. Es gibt mehr Plätze an sich. Also es wurde dann gesagt, ja Mensch, wir könnten ja dann nur 35.000 reinlassen ins Olympiastadion. Da können wir doch gleich im Grünwalder bleiben. Was? Bitte was? 15.000 oder 35.000, ich sehe da so einen kleinen Unterschied. Also das ist schon das eine. Das andere, dann wurde angesprochen, ja, aber die Gegengerade, die ist ja gar nicht überdacht im Olympiastadion. Es muss ja voll überdacht sein. Wie ist es im Grünwalder Stadion eigentlich? Westkurve, Ostkurve, ich sehe da kein Dach. Ich habe da noch nie eins gesehen. Also man muss da schon mal ein bisschen das Ganze hinterfragen, was da geschrieben wird eigentlich in den letzten Wochen. Das ist unglaublich. Also man kann, das ist mein Wissensstand, was die Lizenzierungsanforderungen des DFB und der DFL angeht, mit Fug und Recht behaupten, dass sich das Olympiastadion einfach wesentlich mehr eignet als das Grünwalder Stadion für eine zweite Liga. Selbst wenn man eben diese Gegend gerade sperren würde, weil kein Dach drüber ist, weil das im Winter dann zu gefährlich ist mit Glatteisbildung etc. pp., dann hast du immer noch wahrscheinlich 35.000 Plätze, die du anbieten kannst, wo ein Dach drüber ist. Es gibt eine Rasenheizung übrigens in diesem Stadion, das ist auch bestritten worden in irgendeinem Artikel. Ich habe mich fast weggeschmissen, ich konnte es nicht fassen. Es ist letztes Jahr eine Rasenheizung eingebaut worden, Freunde. Das wurde bestritten. Es ist unglaublich, es gibt
viel mehr Parkplätze. Was heißt viel mehr Parkplätze? Es gibt Parkplätze im Vergleich zur Grünwalder Straße. Da gibt es nämlich keine. Und es eignet sich einfach in so vielen Belangen mehr als das Grünwalder Stadion. Und ich bin mir auch sicher, wenn es dann in eine Entscheidungsfindung hoffentlich geht, pro Neubau, dass dann die Übergangslösung Olympiastadion heißen wird in der zweiten Liga. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die DFL 60 München da 2-3 Jahre im Grünwalder Stadion spielen lassen würde. Noch dazu, schau dir mal dann jetzt schon in der dritten Liga Spiele an, wie gegen Dynamo Dresden. Die haben das halbe Stadion in Bayreuth kurz und klein geschlagen. Also wie soll das auf diesem engen Raum in Giesing gehen? Das funktioniert in der zweiten Liga einfach nicht mehr. So, das ist jetzt mein Standpunkt, den wollte ich unbedingt noch loswerden. Ich muss auch noch was sagen, es ist ja, man muss einfach nur mal auf die Konkurrenz schauen. Diese Vereine, die einfach ein neues Stadion hingebaut haben, wie sich die entwickelt haben. Jetzt fangen wir mal bei St. Pauli an, ja. Dann gehen wir weiter zu Jahn Regensburg. Dann gehen wir weiter zum FC Augsburg, der aus dem heißgeliebten Rosenau-Stadion ausgezogen ist und plötzlich mal kurzzeitig mal im UEFA Cup gespielt hat. Also, da sieht man dieses Potenzial, was ein Stadion bringen kann. Ja, und wirklich, wie gesagt, das Rosenau-Stadion war auch eine Ruine und es war ein Kultstadion für den FC Augsburg. Ja, wir haben ja selber auch mal drin gespielt, auch als Heimspielstätte, damals im UEFA Cup zum Beispiel. Also das muss man alles sehen und ich weiß, dass Stefan Reuter auch immer wieder sagt, wenn wir dieses Stadion nicht gehabt hätten oder diesen Neubau, dann wird der FC Augsburg nicht mehr in der Bundesliga spielen. Und genauso ist es auch. Und Jahn Regensburg zum Beispiel ist das beste Beispiel für uns, denen wir auch in der Relegation gegenübergekommen sind, 2017, ja, was die da aus diesem Stadion auch schöpfen. Ja, die spielen jetzt schon das fünfte Jahr in der zweiten Liga, haben ein super Trainingszentrum gebaut. Ja, also die sind auch, haben ihr altes Stadion verlassen und denken einfach in die Zukunft. Ja, die haben Visionen und bei uns, bei 60 München, sehe ich keine Visionen und das ist einfach traurig.